Hallo und danke, dass du wieder mit dabei bist. Solltest du neu hier auf meinem Kanal sein, dann herzlich willkommen. Das, was du gerade im Schnelldurchlauf siehst, ist so der heutige Inhalt. Nicht zu 100% natürlich, aber so einige Ausschnitte. Ich werde dich heute natürlich mal wieder mit dem Voice-Over durch das Video begleiten. Solltest du Lust haben, mit aufzuräumen, kannst du dies gerne tun. Mich würde das tierisch freuen. Solltest du das Ganze einfach nur angucken und dich vielleicht motivieren und inspirieren lassen, dann kann ich dir empfehlen, am heutigen Versteckspiel teilzunehmen, denn ich habe mir so ein bisschen was anderes überlegt. Ich weiß, du guckst wahrscheinlich meine Videos schon etwas länger und kennst den ganzen Ablauf hier in meinen Videos. Du weißt also ganz genau, wie ich vorgehe, wie ich was mache und was für Produkte ich benutze. Das Ganze werde ich hier natürlich trotzdem nochmal mit ansprechen. Trotzdem wollte ich das Ganze etwas spannender gestalten. Das heißt, falls du meine Videos siehst und dabei auch richtig zuschaust, fällt dir vielleicht auf, dass ich in jedem einzelnen Zimmer, in dem ich mich befinde, irgendetwas versteckt habe. Und zwar nur eine Sache, die immer wieder auftauchen wird. Zwar nicht in jeder Einstellung, denn ganz ehrlich, ich räume natürlich auf. Das heißt, es würde dir sofort ins Auge fallen, sollte dort irgendwo ein Objekt rumstehen, was ich nicht weggeräumt habe. Dementsprechend siehst du das Ganze hier in einigen Aufnahmen. Wie gesagt, ich bin ganz, ganz gespannt. Solltest du das Ganze hier finden, schreib in den Kommentaren. Es ist egal, was die anderen schreiben. Ich würde mich freuen zu sehen, wie viele Leute tatsächlich zuschauen, wie vielen Leuten es aufgefallen ist. Und falls du Lust hast, kannst du natürlich auch noch mitteilen, an welcher Stelle es dir aufgefallen ist, damit ich ungefähr einschätzen kann, ob das nächste Versteckspiel etwas schwerer gestaltet werden muss oder nicht. So, ansonsten wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Raten. Nun begebe ich mich sozusagen ins Video hinein und sage dir so Schritt für Schritt, was ich hier mache. Ich fange zuallererst in meinem Esszimmer an. Ich weiß, ich befinde mich inzwischen in der Küche. Das Ganze mit dem Intro hier dauerte etwas länger als gedacht. Wenn ich also alles aus dem Esszimmer in die Küche geräumt habe, dann bin ich soweit, um die Folie im Esszimmer sauber zu machen. Ich habe eine Folie von Profolio. Dafür habe ich dir übrigens in der Beschreibung einen Link zur Verfügung gestellt. Der führt dich auf meinen Amazon-Kanal. Das heißt, da kannst du alle Produkte nochmal auf einen Blick sehen. Du musst die Produkte dort nicht kaufen. Ich habe es einfach nur als Übersicht für dich dargestellt. Also falls du Lust hast, kannst du da gerne vorbeischauen. Ich fülle meinen Amazon-Account übrigens immer wieder auf, damit ich hoffentlich alles verlinke, was ich tatsächlich habe und nichts vergesse. Sollte dies doch mal der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn du mich daran erinnerst, dass ich irgendein Produkt mit einfügen muss. Denn natürlich kann es auch mir passieren, dass ich was vergesse. Aber nun zurück zum eigentlichen Punkt. Wenn ich dann im Esszimmer die Folie sauber gemacht habe, dann nehme ich sie normalerweise ab und lasse den Tisch etwas atmen. Ich habe einen Naturholztisch, der ist weder lackiert noch glasiert noch sonst irgendetwas, was mit so einem Tisch passiert. Er ist naturbelassen. Dementsprechend braucht er auch so ein bisschen Sauerstoff, um arbeiten zu können und damit er keinen grünen Film bildet. Denn das könnte auch passieren. Deswegen nehme ich die Folie immer mal wieder ab. In diesem Video habe ich das nicht getan. Es war nicht so wirklich notwendig. Ich habe es, ich glaube, davor, ich glaube, 3 Tage zuvor oder so erledigt. Dementsprechend war es nicht ganz so tragisch. Wenn das dann erledigt ist, dann begebe ich mich in die Küche. Denn dann ist das gesamte Geschirr, was sozusagen im Esszimmer war, in der Küche und ich kann dort loslegen. Das heißt natürlich, der allererste Schritt, den kennst du wahrscheinlich auch, ist zuerst einmal die Spülmaschine auszuräumen. Denn meistens habe ich dort immer noch sauberes Geschirr drin, weil das nicht die erste Sache ist, die ich am Morgen mache, dass ich gleich die Spülmaschine ausräume. Das mache ich meistens nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen. Je nachdem, ob es ein Wochentag ist oder wir uns im Wochenende befinden. Wenn das dann erledigt ist, dann räume ich gleich die Spülmaschine wieder ein. Denn ich habe immer sehr viel Geschirr und irgendwas steht immer rum, was dort rein kann. Das sind also sozusagen meine ersten Schritte in der Küche. Und ich puzzle, und damit meine ich wirklich puzzle, in dieser Spülmaschine rum, soweit es mir nur irgendwie möglich ist. Ich versuche dort so viel Geschirr wie nur irgendwie möglich unterzubringen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da nur die Hälfte drin habe, ist es ein vergeudeter Spülgang. Wir benutzen so viel Wasser in dieser Spülmaschine, sodass ich das nicht lohnen würde, die nur zur Hälfte einzuladen. Dementsprechend solltest du das vielleicht auch tun, dass du zumindest die Spülmaschine so weit voll bekommst, wie es nur irgendwie möglich ist, bevor das Ganze anfängt zu müffeln oder so. Dann würde ich die Spülmaschine auch stellen. Und dir ist bestimmt auch aufgefallen, ich habe dort trotzdem noch Geschirr bzw. Plastiksachen rumstehen, sowas wie Schüsseln, Brotdosen und so weiter. Diese versuche ich in einem separaten Spülgang unterzubringen.
Ganz ehrlich, ich mache es trotzdem so, dass wenn ich nur die Hälfte der Maschine voll habe mit normalem Geschirr, dass ich dann dort nochmal Plastiksachen unterbringe. Dann sind sie zwar etwas länger drinne und könnten sich vielleicht leicht verformen. Das passiert ganz besonders so bei ganz günstigen Sachen. Davon habe ich nicht ganz so viele, es ist jetzt nicht super tragisch, aber ich habe es halt lieber, wenn dann alles sauber ist. Ich habe es wirklich ganz, ganz selten mal, dass bei mir die Flächen zu 100% sauber sind. Das heißt, irgendwas habe ich meistens immer stehen. Es sei denn, ich habe gerade erst sauber gemacht und habe die letzte Spülmaschinenladung gestellt. Und selbst da, ganz ehrlich, ist es nach 5 Minuten so, dass irgendein Becher dort steht, weil irgendeines der Kinder oder natürlich der Ehemann gerade in diesem Moment sich ein neues Glas rausholen muss. Du wirst das wahrscheinlich kennen. Ich meine, jeder von uns hat sowas, ne? Übrigens habe ich keine Spülmaschinentabs mehr. Ich habe immer mal wieder Probleme mit meiner Spülmaschine gehabt. Und ich glaube, das lag vielleicht tatsächlich am Reinigungspulver, denn ich habe davor Geschirrreiniger benutzt als Pulver und nicht als Tab. Jetzt bin ich auf Everdrop umgestiegen. Zumindest in der Spülmaschine liebe ich jedes einzelne Produkt. Leider habe ich keine Spülmaschinentabs mehr über. Deswegen musste ich zu meinen anderen Reinigungspulver zurückgreifen. Und lasst mich euch sagen, man merkt wieder mal so diese Rückstände von dem Reinigungsmittel. Ich weiß nicht, was für ein Problem ich habe. Ich habe inzwischen schon wirklich sehr, sehr viel weniger da reingemacht. Ich habe es früher ja fast voll gemacht, dieses kleine Fach dort vorne. Inzwischen tue ich da nur noch ganz, ganz wenig rein und trotzdem kann man das nicht mit diesen Spülmaschinentabs von Everdrop vergleichen. Ich bin dann nochmal zu Rossmann gefahren, weil ich gedacht habe, ich brauche diese Tabs, sonst läuft es nicht. Und was glaubt ihr? Wir haben dort keine Spülmaschinentabs von Everdrop. Ich weiß nicht warum. Einige Produkte sind dort vorhanden, auch Dinge, die ich nicht ganz so sehr favoritisiere, aber keine Spülmaschinentabs. Oh, ich dachte, ich drehe durch. Jetzt muss ich zusehen, dass ich nach dem Urlaub unbedingt welche bestelle, denn es macht mich wahnsinnig zu wissen, dass ich mein Geschirr anders waschen könnte und auch sauberer kriegen würde. Oh, das ärgert mich. Nun ja, egal. Das ist so nebensächlich. Ich habe mich danach an die ganzen Flächen gemacht. Die Flächen, das weißt du wahrscheinlich auch, wische ich super gerne mit dem Frosch Multiflächenspray. Ich habe das Produkt zwar in einer Everdrop-Flasche, da ich allerdings nicht so ganz von einem Küchenreiniger überzeugt war von Everdrop, weil der Schlieren bei mir hinterlassen hat, selbst wenn ich nochmal mit einem trockenen Tuch drüber gegangen bin, habe ich das Produkt ausgewechselt. Das heißt, in meiner Everdrop-Flasche ist jetzt das Frosch Multiflächenspray, was wirklich gar keine Schlieren hinterlässt. Die Fläche sieht anschließend so aus, als wäre sie gerade erst montiert worden. Es ist also wirklich klasse. Allerdings ist es hierbei wichtig, wenn man dieses Produkt benutzt, sollte man einmal mit einem feuchten Lappen drüber gehen, indem man sozusagen das Produkt einmal aufwischt bzw. auf der Fläche verteilt. Und anschließend, und das ist super, super wichtig, muss man ein trockenes Tuch nehmen, also zum Beispiel ein Handtuch oder ein Geschirrtuch, und damit dann nochmal über die nasse Fläche wischen. Es ist wichtig, dass das Produkt nicht im Vorfeld trocknen kann, beziehungsweise das Wasser, womit du das Ganze aufgewischt hast. Nur diese Kombination allein macht, dass das alles streifenfrei ist. Ich bin sogar der Meinung, das steht hinten auf der Froschflasche drauf. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, deswegen ist das hier keine hundertprozentig richtige Aussage. Anschließend habe ich dann nochmal alles per Hand gewaschen, was per Hand gewaschen werden muss. Das waren hier in dem Fall Pfannen und auch meine Strohhalme. Wir haben echt einen sehr hohen Strohhalmverbrauch. Wir benutzen keine Plastikstrohhalme. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, ob das noch in den Läden zum Verkauf angeboten wird. Vielleicht weißt du es ja. Allerdings haben wir nur noch so metallische und auch welche aus Plastik. Wobei ich sagen muss, die metallischen gefallen mir viel, viel mehr, weil ich das Gefühl habe, die kriege ich besser sauber als die aus Plastik. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Aber für die Strohhalme habe ich extra so eine kleine Bürste. Die kommt im Set, wenn du die Strohhalme kaufst. Das heißt, das ist eine Bürste, die du nicht nochmal separat kaufen musst. Und falls du das Ganze bei Action kaufst, kriegst du irgendwie 4 Strohhalme mit der Bürste für 1,40 €, 50 € oder irgendwie sowas um den Dreh. Es ist wirklich sehr, sehr günstig. Und das Geschirr, was ich nicht in die Spülmaschine bekommen habe, steht bei mir rechts vom Spülbecken. Das heißt, dort versuche ich nochmal alles schön aufzustapeln, damit das Ganze nicht ganz so schmuddelig aussieht. Ich weiß, es ist nicht der optimale Zustand. Das heißt, wenn man Besuch bekommt und dort steht was rum, ist es vielleicht nicht optimal. Ich finde aber, es würde noch schlimmer aussehen, würde ich das Ganze einfach irgendwie auf der gesamten Fläche verteilen. Deswegen versuche ich es dann schon im Vorfeld so zu sortieren, dass ich wirklich wenig Platz auf der Fläche einnehme und dass es schon kategorisch ist. Also sprich, dass die
flachen Teller alle unten sind, dann kommen die etwas tieferen oben drauf und so weiter, sodass ich im Anschluss weniger Arbeit habe. Wenn das alles erledigt ist, werden die restlichen Flächen nochmal gewischt und natürlich auch das Spülbecken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und obwohl ich ein schwarzes Spülbecken habe, muss ich sagen, sieht man keine Tropfen da drauf. Es ist wirklich klasse. Es trocknet von selbst. Ich wische dieses Innenleben dort gar nicht aus. Das heißt, das trocknet von selbst und man sieht wirklich gar nichts. Es ist blitzeblank. Anschließend ging ich dann in den Flur. Ich bin also von Zimmer zu Zimmer gehopst. Hab im Flur so ein paar Sachen weggeräumt und unser Flur sieht immer schmuddelig aus. Das ist etwas, was mich tierisch stört. Dafür haben wir ja damals dieses System hier an der Treppe sozusagen selbst gebaut, wo dann die Rucksäcke rein können und so weiter. Und keiner benutzt es, weil die ganze Fläche dort, die du ja gerade hier siehst, immer vollgestellt ist mit irgendetwas. Wenn ich vom Shoppen zurückkomme, stelle ich meistens die Taschen direkt dort drauf und dann bleiben sie manchmal dort. Denn meistens will ich diesen Haul filmen. Das heißt, der bleibt erstmal dort stehen, bis ich soweit bin, um die Videoaufnahme zu machen. Und das kann manchmal 2 Tage dauern. Ich bin nicht die Schnellste. Hier in dem Fall hatte ich nämlich Bücher gekauft. Und zwar natürlich welche von Jessica Winter. Hier ist das erste davon. Das zweite war gerade oben im Schlafzimmer, weil ich es gelesen habe. Das wirst du nachher auch nochmal sehen. Natürlich halte ich das auch nochmal in die Kamera und bin tierisch glücklich. Ich bin nämlich ein totaler Bücherfan und liebe es, irgendwie am Abend mich mal hinzusetzen und lesen zu können. Das schaffe ich nicht jeden Tag, leider. Ich wünschte, es wäre anders. Aber momentan nehme ich mir wirklich wieder mal die Zeit, nur für mich und für meine Bücher. Deswegen habe ich dort ein paar Bücher mehr. Ich habe inzwischen übrigens fast alle Bücher von Jessica Winter. Das ist meine absolute Lieblingsautorin. Und falls du Amazon Prime hast, die Bücher von ihr habe ich dir dort verlinkt. Es gibt nämlich 2 Bücher, die kostenlos sind für Prime-Mitglieder. Und falls du ein Kindle Unlimited hast, dann hast du die Möglichkeit, alle ihre Bücher kostenlos zu lesen. Und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Oh mein Gott, ich wünschte wirklich, du hättest sehen können, wie ich das letzte Buch von ihr gelesen habe. Ich saß hier, ungelogen, bestimmt eine halbe Stunde mit Schnappatmung und konnte einfach nicht mehr. Ich musste erstmal auf mein eigenes Leben klarkommen, geschweige denn erstmal das zu verarbeiten, was ich gelesen habe. Jessica Winter ist wirklich eine Autorin, die eine Art und Weise zu schreiben hat, wie ich sie sonst bei niemandem gesehen habe. Colleen Hoover ist vielleicht jemand, der dem Ganzen nahe kommt. Allerdings bevorzuge ich trotzdem meine liebe Jessica. Sie ist auch als Person, wenn man ihr auf Instagram folgt und dort mit ihr schreibt, sie ist wirklich einfach ein herzensguter Mensch. So kommt sie zumindest rüber. Und ihre Bücher sind so herzlich und mit verdammt wichtigen Themen. Das heißt, falls du jemand bist, der ebenfalls gerne liest oder vielleicht einfach nur dich jetzt so fragst, oh, was könnte sie denn schreiben? Lies ein Buch von ihr. Lies ein Buch von ihr und ich verspreche, du wirst es nie bereuen und definitiv all ihre anderen Bücher lesen. Glaub mir, das ist ein Versprechen. Okay, du merkst, wenn es um Bücher geht, dann drifte ich immer sofort ab. Ich könnte stundenlang darüber reden. Aber wir haben ja heute ein Aufräumvideo, das heißt, wir machen damit weiter. Im Wohnzimmer, nachdem wir dann im Flur fertig waren, habe ich erstmal die ganzen Spielsachen der Kinder weggeräumt, die Kissen wieder schön hingestellt, die Decke und so weiter. Im Wohnzimmer ist es bei uns nicht ganz so schlimm. Dort liegen zwar immer mal wieder 2, 3 Sachen rum, aber die sind schnell weg. Es ist also nicht so schlimm wie im Flur. Vor allen Dingen, weil man im Flur ja doch immer wieder die Haustür öffnet, sei es auch nur für den Postboten. Und der denkt sich bestimmt, wir sind kleine Schweinchen, die da wohnen, denn dort ist immer alles verteilt. Ich kann dir versprechen, es sieht bei uns manchmal schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Denn diese Videos nehme ich natürlich auf, wenn es bei uns dreckig ist. Ich werde dir ganz bestimmt kein Video präsentieren, in dem alles sauber ist und ich trotzdem nochmal aufräume. Denn das macht für mich keinen Sinn. Wenn es bei mir sauber zu Hause aussieht, dann verbringe ich die Zeit lieber mit meinen Kindern, mit einem Buch, mit einer Serie, was auch immer es ist. Ich würde es damit viel, viel lieber verbringen, als mit dem Aufräumen eines sauberen Hauses. Im Badezimmer habe ich übrigens die Reinigungstücher, die feuchten Reinigungstücher von DM ausprobiert, beziehungsweise benutzt. Ausprobiert habe ich sie ja, glaube ich, schon vor 3 Videos und ich bin mega zufrieden. Der Geruch ist eine Wassermelone. Kannst dir also wohl vorstellen, wie ich dort immer sitze. Ich will jedes Mal dann immer irgendetwas essen. Es ist echt eklig, denn ich mache ja nur das Badezimmer mit diesen Tüchern sauber. Das heißt, ich kriege immer beim Saubermachen des Badezimmers Hunger, weil es einfach so gut nach Wassermelone riecht. Ich versuche inzwischen, diese feuchten Tücher nicht ganz so häufig zu benutzen, weil ich natürlich weiß, dass sie nicht ganz so umweltfreundlich sind wie jetzt einfaches Wasser mit einem Mikrofasertuch, was ich ja normalerweise tue.
Das heißt, ich muss immer zusehen, wie viel Zeit ich habe. Manches Mal greife ich dann trotzdem zu den Feuchttüchern, weil ich einfach schnell fertig werden möchte. Es bleibt aber dir überlassen, solltest du irgendwie auf eine andere Art und Weise putzen als ich, ist dies natürlich total legitim. Dieses Video ist keine Anleitung dazu, wie man richtig putzt. Ich zeige dir einfach nur, wie ich mein eigenes Zuhause sauber bekomme, wie es bei mir manches Mal zu Hause aussieht, denn ich finde, durch dieses ganze Instagram und Pinterest haben wir inzwischen den Blick für Realität verloren. Das heißt, eine Mutter, die Kinder hat, oder auch ein Vater, der Kinder hat, der wird nun mal ein Zuhause haben, das dementsprechend aussieht. Die Kinder leben schließlich darin. Und wenn ich zu jemandem nach Hause komme und dort glänzt es und ich könnte vom Boden essen, kann ich dir versprechen, habe ich immer das Gefühl, als ob die Kinder dort nicht leben dürfen. Und dort hast du meinen Gesichtsausdruck gesehen. Du kannst also sehen, ich bin auch nicht der größte Aufräumfan. Ich bin irgendwie keine gelernte Haushaltshilfe oder was auch immer. Ich weiß nicht, was man studiert. Hauswirtschaft? Auf jeden Fall mache ich das Ganze so, wie ich es von zu Hause damals gelernt habe. Und wie ich der Meinung bin, dass es für mich einfach am schnellsten funktioniert. Ich will mit der Aufgabe nämlich schnell fertig werden und unser Haus ist recht groß. Wir haben echt einige Zimmer, die verteilen sich inzwischen schon auf 3 Etagen, denn natürlich will das Dachgeschoss ebenfalls sauber gemacht werden. Wobei ich gestehen muss, an den normalen Tagen, wo ich aufräume, mache ich das Dachgeschoss definitiv nicht mit sauber. Die Zeit fehlt mir einfach. Aber so den Rest versuche ich zumindest zurechtzuräumen. Hier im Schlafzimmer war Gott sei Dank nicht allzu viel zu tun. Ich hatte wirklich nur so die Kleinigkeiten wegzuräumen. Und ich habe mir ein neues Deo bestellt von Odaban. Ich glaube, so heißt es. Odaban, keine Ahnung. Ich habe es dir ebenfalls auf Amazon verlinkt. Falls du stark schwitzt, kann ich dieses Deo wirklich nur empfehlen. Ich habe früher immer eins aus der Apotheke gehabt, was ich mir habe selbst zusammenmischen lassen. Ich habe damals von meiner Freundin das Rezept bekommen, weil sie mir nämlich gesagt hat, das hat ihr super stark geholfen. Und ich habe es geliebt. Ich habe so, so stark geschwitzt früher. Und es war wirklich so, ich hätte ein T-Shirt anziehen können, gar nichts tun können, einfach nur auf dem Sofa liegen und ich hätte schon wirklich Schweißränder gehabt. Das war früher ganz schlimm. Der Geruch war noch nicht mal da, aber es war einfach nur so, dass super viel Schweiß rauskam. Dann hatte ich, wie gesagt, dieses Deo aus der Apotheke, habe es benutzt. Das trägt man nur einmal die Woche auf. Und dann war alles weg. Also wirklich, ich hatte super trockene Achseln. Danach haben so viele Leute aus meiner Familie benutzt, weil ich es allen empfohlen habe. Ich konnte gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Denn wir benutzen natürlich immer nur so Produkte aus der Drogerie. Das heißt, wir kennen die Effekte gar nicht, die dahinter stecken. Allerdings muss ich dir gleich dazu sagen, da ist super viel Aluminium drin. Und ich weiß, dass nicht jeder Aluminium benutzen mag in seinem Deo und das ist auch in Ordnung. Bloß habe ich noch nie irgendwas finden können, was ohne Aluminium ist, was gegen Schweißbildung hilft. Das heißt also, solltest du ein Problem damit haben, würde ich inzwischen gar nicht mehr in der Apotheke irgendwas zusammenmixen lassen, sondern dieses Odoban oder Odaban benutzen. Es ist wirklich ein Wundermittel für alle, die stark schwitzen. Also falls du Lust hast, wie gesagt, auf Amazon findest du es. So sehen übrigens meine Fensterbänke aus. Ich hatte dir ja schon von meinem Problem mit den Gewitterfliegen erzählt. Und das Problem habe übrigens nicht nur ich, das ist bei uns allgemein im Gebiet so, dass wir alle super viele Gewitterfliegen haben. Die fliegen da nämlich rum, das machen die ja so und setzen sich natürlich überall ab. Das heißt, wenn ich die Flächen nicht wische, habe ich überall, wirklich überall schwarze Punkte. Und dadurch, dass ich natürlich den ganzen Tag über lüfte, denn ich mag es gerne, wenn es im ganzen Haus frisch riecht. Und zwar nicht so eine künstliche Frische, erzeugt durch irgendwelche Düfte, sondern wirklich frisch, frisch. Also sprich von draußen die Luft, die dann reinweht, verteilen sich diese Gewitterfliegen wirklich überall. Deswegen muss ich immer zusehen, dass ich entweder mit einem Swiffertuch lang gehe, dass ich auch kleine Helfer, wie zum Beispiel unseren Staubsaugroboter oben und unseren Staub- und Wischroboter unten mit anmache, denn der kann natürlich dann den ganzen Boden sauber machen und mir dann dabei helfen. Und so habe ich natürlich auch weniger Arbeit. Und sind wir mal ehrlich, wer von uns mag es nicht, weniger Arbeit zu haben? Wenn es nach mir ginge, hätte ich auch noch einen Roboter, der hier meinen Staub wischt, der die Badezimmer reinigt und sonst irgendwas. Ich würde wirklich super gerne Geld für sowas bezahlen, um es nicht selbst machen zu müssen. Allerdings, und das sagt Alex mir ja auch, dann wäre ich meinen Job hier auf YouTube nämlich los, weil ich dann gar keine Videos mehr für dich filmen könnte. Und das ist natürlich hier so der Vorteil, ne? Das heißt, ich erledige etwas, was ich im Haushalt machen muss, und zwar sowieso machen muss, ob nun die Kamera läuft oder nicht, und habe gleichzeitig ein Hobby, weil ich mir damit nämlich wirklich einen langen Traum erfüllt habe und endlich dann irgendwann angefangen habe, Videos damit zu drehen. Denn das war wirklich schon lange mein Wunsch.
Hier siehst du jetzt das saubere Ergebnis. Erstmal vom Obergeschoss, dann begeben wir uns anschließend auch noch runter und du siehst das Erdgeschoss. Und man sieht, ich habe nicht gestaubsaugt an dem Tag. Es musste wirklich schnell gehen und ich wollte einfach nur, dass es sauber aussieht. Übrigens auch die Geräte wie mein Staubsaugroboter und so weiter habe ich dir auf meinem Amazon-Kanal verlinkt. Falls du Lust hast, kannst du gern vorbeischauen. Wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und solltest du vielleicht Sachen haben, von denen du sagst, die muss ich unbedingt ausprobieren, schreib mir, okay? Schreib mir. Ich liebe es, neue Sachen zu testen und so ein paar Geheimmittelchen für mich selbst zu finden. Das heißt, solltest du coole Sachen haben, schick sie gern hierher. Ich probiere gerne vieles aus. Ansonsten ist das Video hier schon fast zu Ende und ich habe kein richtiges Outro gefilmt. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich braun gebräunt wieder. Bis dann!